So, da sind wir dabei. Silent Hill Homecoming, weiter geht's. Wir sind hier letztes Mal aus unserem Garten rausgekommen. Da hinten geht's zum Friedhof, aber ich habe ein bisschen Angst. Da gehen wir jetzt noch nicht hin. Wir gehen erstmal wieder rein in den Garten und schauen uns da noch ein bisschen um, weil da war oben, glaube ich, auf der Veranda auch noch eine Tür. Und dieses Haus hat sicherlich eine Küche. Und ich habe schon ein bisschen Hunger, deswegen gucken wir mal, dass wir irgendwie... Vielleicht ist da eine Küche. Die müssen irgendwo eine Küche oder ein Esszimmer haben. Wir haben ja bisher nur den Keller und die Schlafzimmer gesehen. Das heißt, es ist ein Riesenhaus. Wir müssen sicherlich irgendwo noch hinten ins Haus reinkommen. Und das probieren wir jetzt mal, wenn dieser unerbittliche Ladescreen sich mal bewegen würde. Wow, die Ladezeiten sind schon... Dankeschön. Ziemlich lang. Naja, okay, also... Also hier im Garten scheint nicht mehr wirklich viel Interessantes zu sein. Oh ja, außer bewegliche Schaukeln, stimmt. Kann ich einen Homerun schlagen? Oh yeah. Sehr cool. Und hier ist auch... Nee, ist gar nichts. Ist nichts. Nope. Irgendwie... Ah, da ist eine Tür. Da ist doch eine... Warum bin ich da... Ich war doch letztes Mal schon auf der Veranda. Warum bin ich da nicht reingegangen? Naja, völlig egal. Ich hinterfrage jetzt aber mal nicht, was ich in der letzten Folge gemacht habe. Das ist jetzt schon ein paar Tage her, deswegen weiß ich nicht mehr, was meine Intention war, da nicht reinzugehen. Auf jeden Fall, hey, wir sind doch in der Küche. Okay, hier muss es doch irgendwas Interessantes bestimmt noch geben. Hier gibt es nichts zu essen. Außerdem habe ich keinen Hunger. Okay. Das ist schön für dich. Im Spülbecken ist viel Geschirr. Der Gestank ist schrecklich. Warum hat Mom nicht geputzt? Ja, weil sie völlig, keine Ahnung, gemeinfuckt ist von was auch immer. Hast du die mal angeguckt? Die hatten... Ah, ich will gar nicht weitersprechen. Das ist unser AB. Das Band fehlt. Warte, ich habe doch eine Kassette. Kann ich die reinstecken? Oh yeah, funktioniert. Oha, was? Unser eigener Vater kann uns nicht leiden. Was, wir leben in einer Traumwelt. Was zum Teufel ist bei dem falsch? Ah, oh, nein, nicht nochmal. Haben wir ja gerade schon gehört. Okay. Das ist strange. Das ist irgendwie strange. Der Vater ist komisch. Rar, 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 rar. Ich dachte schon, es bleibt jetzt auf ewig da. Hallo? Das ist das Nähzimmer von der Mutter, oder was sieht so aus? Das sieht auf jeden Fall aus wie ein Frauenzimmer. Das ist nicht böse gemeint, aber es ist einfach nur eine Feststellung, weil bei Männern wird sowas nicht so rumstehen. Neben dem Telefon liegt eine Notiz. Adam, bitte vergiss nicht, Curtis wegen dem Motor zu fragen. Curtis wegen dem Motor fragen. Okay. Oh, was? Das ist Moms Nähmaschine, damit hat sie unsere Kleidung gemacht. Was? Okay. Manchmal verbracht sie hier den ganzen Tag, um Kleider zu flicken oder für die Damen der Stadt Sachen zu nähen. Okay. Ich muss mal ganz kurz zwischendrin sagen, falls ihr im Hintergrund irgendwelche Geräusche hören solltet, irgendwelche Leute brüllen, Kinder schreien, Sachen zu Bruch gehen, wundert euch nicht. Es ist gerade Heiligabend, ja. Frohe Weihnachten nochmal. Auch wenn es jetzt wahrscheinlich schon zu spät ist, wenn die Folge oben ist, völlig egal. Ja, meine Familie ist genau da, 5 Meter weiter. Deswegen wundert euch nicht, irgendwann einer reingestürmt kommt. Es kann passieren. Ach, die sollten ins Bett gehen. Naja, egal. Auf jeden Fall, wir sind hier im Nähzimmer von Alex' Mom. Aber irgendwie... Ist auch nicht... Nichts wirklich Interessantes, meiner Meinung nach, da drinne. Schauen wir mal weiter. Hier ist das Schloss defekt. Kann ich... Ich brauche eine andere Waffe, um diese Bretter zu zerhacken. Ach, was. Okay. Ich brauche eine Axt, so wie es aussieht. Oder... Nee, ein Messer wird nicht gehen. Ich brauche eine Axt, auf jeden Fall. Ich glaube, in der Küche finden wir keine Axt. Aber es gab auch keine Schuppen oder so. Oder? Oder etwa doch? Hat die Mutter eine Axt? Habe ich irgendwas übersehen? Oh Gott, ich gucke mal kurz rein, bevor ich rausgehe. Habe ich
Irgendwas übersehen hier. Kleidung machen, bla bla, sie liebt Kleidung machen. O Herr, ich bete für den Glauben, deine Urteilsfähigkeit zu vertrauen, die Weisheit, den wahren Weg zu erkennen und die Stärke, das zu tun, was von mir verlangt wird. Ja. Genauso und nicht anders. Was auch immer das für ein Spruch war. Das gibt's dann nicht. Ich kann ja nur die. Ja, ist okay. Mehr hat er nicht dazu zu sagen. Irgendwie, nimm die Nadel mit oder so, falls du einem Junkie gegenüberstehst. Okay, nee, hier ist irgendwie nichts. Wir gehen mal nochmal raus. Wir brauchen irgendwoher eine Axt. Irgendwoher brauchen wir eine Axt. Und wir sind auf dem Weg definitiv keine Axt gegenübergetreten, weil die hätte ich auf jeden Fall mitgenommen. Ist ja ganz klar, dass ich eine Axt nicht einfach rumliegen würde, lassen würde bei so einem Game. Oder ich habe sie übersehen. Das ist die andere Möglichkeit, was ich nicht hoffe, weil... Oh Mann. Das ist immer ätzend. Das ist immer wirklich ätzend. So, wir schauen mal weiter, ob wir hier die Axt finden. Im Keller vielleicht. Also vielleicht in diesem Zimmer vom Vater. Dafür brauchen wir aber erstmal diesen strange Schlüssel. Jetzt mal gucken. Oder wir müssen wirklich jetzt schon weiter zum Friedhof gehen. Das wäre die andere Möglichkeit, dass wir in der Richtung vielleicht was finden, dann nochmal zurück müssten. Das ist, denke ich mal, bei solchen Games nichts Ungewöhnliches. Ich glaube, ich gehe mal zum Friedhof. Leute, ich glaube, ich gehe einfach mal zum Friedhof und guck mal, wie weit wir da kommen. Oder ob wir da irgendwas finden. Sagen wir so, wenn wir da nicht hin sollten, werden wir irgendwann nicht weiterkommen. Darauf hoffe ich jetzt einfach mal. Es wird einen Punkt geben, wo wir dann stoppen müssen. Wo ich dann merke, okay, ich muss wirklich erstmal noch eine andere Richtung suchen. Aber bis dahin können wir erstmal schauen, ob wir... Vielleicht, warte, kann ich in das Baumhaus gehen? Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als wir dieses Baumhaus bauten. Wo habt ihr die Axt rumliegen lassen? Sag's mir. Wo zum Teufel habt ihr die Axt rumliegen lassen? Oder soll ich die Tür, soll ich das mit dem Fahrrad zerhacken? Mit den Stützrädern? Ja, genau damit und mit nichts anderem. Nee, irgendwie nicht. Gut, wir gucken mal weiter zum Friedhof. Ich glaube, was bleibt uns dann doch so übrig? Oh komm, zwei Ladezonen, das ist ja der Wahnsinn. Das ist. Der Garten ist ein komplett eigener Bereich einfach mal. Hat eine Ladezone, wenn es zum Friedhof geht, in den Keller und in die Küche. Krass. Okay. Dann gehen wir mal in diese Richtung weiter. Vielleicht liegt ja irgendwo hier eine Axt rum, ich weiß ja nicht. Oh mein Gott. Friedhöfe. Eingang von einem Friedhof und ich weiß auch nicht, ist es wahrscheinlich so ein ich bin gespannt, ob es so ein Friedhof ist, wie ich mir vorstelle. Werden wir sehen, mit so alten Grabsteinen, so. Ja, genau so ein. Oh mein Gott, das sieht genauso aus, wie ich mir vorgestellt habe. Ach du Scheiße, das kann nicht gut gehen. Ist verschlossen. Auf der anderen Seite ist ein Licht zu sehen. Okay, dann brauche ich hier irgendwo einen Schlüssel her. Ja, ganz genauso ein Friedhof habe ich gemeint. Verdammt. Karte des. Was? Karte des Rose Heights. Friedhofs. Okay, von da kommen wir. Barker Street, Old Krypten. Ja, genau, mit diesen. Oh mein Gott, da gibt es auch diese ganzen Familienkrypten. Oh, joi, das wird ein Spaß. Das sehe ich jetzt schon. Oh Gott. Warum? Warum nur? Okay, was haben wir hier? Es ist abgeschlossen, dann mach's auf. Das kann nicht so schwer sein, das ist ein Brecheisen. Ich spring doch drüber. Warte mal. Nein. Das funktioniert nicht. Okay, so athletisch ist er dann doch nicht. Du bist eben doch nicht Batman. Aber hey, ich nimm's dir nicht übel, Alex. Ich nimm's dir nicht übel. Mach dir keine Sorgen. Nicht viele sind so wie Batman. Keiner ist wie Batman, außer Bruce Wayne. Der Batman ist. Was war denn hier? Erica Hall starb am 23. Januar 1870. Okay. Oliver Hall starb am 6. November 1875 im reifen Alter von 62 Jahren. Wir lachten ihn aus, weil er anders war. Er lachte uns aus, weil wir alle gleich waren. Wir werden nie wieder so lachen. Okay. So ein Statement. Das ist auch ein Statement hier. What the fuck? Was war das denn? Okay, ich gehe mal langsam vor. Ich bin mir der Sache nicht wirklich sicher hier. Hier liegt Norwood. Keiner lacht, keiner weint. Wohin er geht, wie es ihm geht, keiner weiß es, keinen kümmert's.
Autsch. Colin Bee starb am 20. Januar 1876 vor seiner Zeit mit 32 Jahren. Alle, die ihn kannten, waren sich einig, es war ein guter Mann. Er war ein guter Mann. Wer auch immer. Okay, dann wollen wir mal ein bisschen weiter voranschreiten hier. Ich glaube nicht mal wirklich, dass diese Gräber arg viel Sinn machen, deswegen werde ich es jetzt erstmal nicht lesen. Ich gehe jetzt erstmal hier. Holy shit, da ist jemand. What's that guy doing? Er hebt ein Grab aus. Ach du Scheiße, warum zum Teufel? Wer ist es? Der Totengräber oder was? Der Einzige, der hier noch am oh shit, wo kamen wir jetzt denn eigentlich her? Wir kamen hier raus, ne? Kamen wir hier? Ja, hier kamen wir raus. Okay, ich kletter mal da runter. Wo wir wahrscheinlich nicht mehr rauskommen. Okay, ich hoffe, das war eine gute Entscheidung. Ich glaube nicht, dass es eine gute Entscheidung war. What? Was zum Teufel war das? War das ein Hund? Wolf? Löwe? Krokodil? Oh shit, Mann, hinter dir. Holy fuck. Wow, wow, wow. Wow, shit. Komm schon. Gib ihm. Schlag auf. Juhu, yes. Tut mir leid, Doggy, aber das hättest du nicht tun sollen. Fuck, okay. Okay, Hunde. Natürlich, klar. Wie konnte ich Hunde vergessen? So, was hier Feines. Dieser Brunnen wurde Charlotte Borden gewidmet, zur Erinnerung von ihren liebenden Eltern. Plötzlich aus dem Leben gerissen. Geboren. Der Rest ist unlesbar. Alter, 8 Jahre. Darunter ist noch eine Inschrift. Untrennbar und doch getrennt. Zwei Hälften der gleichen Person an zwei Orten, nun für immer getrennt. Sonderbare Steinplatte erhalten. Okay. Sonderbare Steinplatte. Gucken, was wir mit dieser sonderbaren Steinplatte anstellen können. Kommen wir. Ah, okay, natürlich, du bist ja bei der Army, du kannst es. Zieh dich hoch, Baby. Ja. Nein, nein, nein. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich brauche auf jeden Fall eine zweite Hälfte von der Steinplatte, so viel steht fest. Die Tür zum Barley-Familienmausoleum ist abgeschlossen. Abgeschlossen bedeutet, es gibt irgendwo einen Schlüssel. Oh, und einen Gesundheitsdrink. Er geht auf mich. Verrankte Tür. Dieses Tor ist mit einem Vorhängeschloss verschlossen und von Pflanzen überwuchert. No shit, Sherlock. Okay. Damit will er mir wohl sagen, ich kann da nicht durchgehen, du Trottel. Ich verstehe es, danke. Wo sind wir denn eigentlich jetzt gelandet mittlerweile? Oh Gott, wir sind schon in den Familienkrypten. Okay, jetzt können es ätzend werden. Das ist ein Vorhängeschloss. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich dran denke, da rein zu... Oh Gott. Okay, hier sind überall Vorhängeschlösser. Aber hier kann ich durch. Oh Gott. Ich habe Schiss, dass mich hier jeden Moment irgendwas anspringt. Ach was. Das ist natürlich günstig. Dann speichere ich mal ganz kurz. Okay. Glück, Glück. Verschollene. Okay. Dann wollen wir uns diese Familiengräber doch mal ein bisschen genauer anschauen. Was zum Teufel ist das für ein Geräusch? Was ist da drinne? Will ich's wissen? Gar nichts. Ja, gar nichts, richtig, genau. Ich will. Das ist auch blöd ein bisschen, ne? Wie die Türen hier aufgehen. Kann ich auch weiter. Verdammt, das ist riesig alles hier. Das sind so viele. Das ist irgendwie nicht, sind nicht 6 oder 12 Stück oder so. Das sind halt irgendwie mal 50. Krass.
könnte eine Weile dauern, bis wir hier durch den Bereich durch sind. Habe ich das dumpfe Gefühl. Nee, irgendwie. Bisher ist nichts interessant. Okay, dahinter ist einfach mal eine Stein. Ich glaube, das Schloss ist nicht das Problem. Guck dir die Wand dahinter an. Ich brauche eine andere Waffe. Okay, also irgendwo hier müssten wir dann auch vielleicht mal eine Axt kriegen. Weil hier sind auch Dinge zum Zerhaxen. Was war das für ein Geräusch gerade eben? Verdammt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich zwänge mich hier durch Familienkrypten und Gräber durch. What the fuck? Ich habe irgendwas gehört. Ich werde so paranoid in dem Spiel. Oh mein Gott. Hallo? Greif mich nicht an. Ich hab Milch und Kekse. Hallo? Ich hab so ein blödes Gefühl, dass mich gleich irgendwas anspringt. Oh man. Okay, da liegt irgendwas. Okay, langsam. Ein weiterer Drink. Okay, den können wir gebrauchen. Leute, ich würde sagen, wir machen hier mal ganz kurz einen Stopp rein in dieser Krypta. Und beim nächsten Mal schauen wir uns diesen Friedhof noch ein bisschen genauer an. What the fuck, sind da Durchgänge? Kann man durchgucken? Das ist auch krass. Wir schauen, ob wir vielleicht eine Axt irgendwo hier finden. Weil da vorne ja auch Bretter waren. Und dann können wir damit auch dann wieder zurück ins Haus und diese andere Tür aufhacken. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall. Und dieser Friedhof ist kein... Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Wir gucken, wie es weitergeht. Bis dahin. Haut rein.